Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Mod-Vorstellung auf meinem YouTube-Kanal zu Transport Fever. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es dieses tolle Repaint des Railjet vom User Mac aus dem Transport Fever Forum. Das sind zwei separate Mods, einmal die Lok und einmal hinten die Railjet-Garnitur. Das packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung unten rein, wie ich es immer mache. Und den Basismod der Siemens Lokomotive hier vorne braucht ihr natürlich auch. Den packe ich euch auch da rein. Das Original ist ja von dem guten Markus 1014. Danke an dich nochmal, dass du deine Erlaubnis gegeben hast für dieses Repaint. Angelehnt ist das Ganze, also es ist fiktiv, hat er geschrieben, aber es ist natürlich schwer nicht zu erkennen, dass es von ScotRail, also der Eisenbahngesellschaft aus Schottland ist. Ja, wir gucken uns das mal an. Was mir schon mal richtig gut gefällt, ist hier vorne diese Punkte, die hier vorne sind, kann man schon fast sagen. Das sieht richtig cool aus. Erst dicker und dann werden die immer kleiner, bis sie dann übergehen in das Blau. Generell gefällt mir dieses Blau-Gelb richtig toll. Auch hier mit dieser Werbung, Visit Scotland, cool gemacht. Und hier haben wir natürlich auch wieder die Economy Class. Dann steht anstatt Railjet, steht dann ScotRail drauf. Auch hier mit diesen, ja, Pfeilen, sieht auch super aus, auch wieder mit diesen Punkten. Zwischen allen Waggons, also am Ende jedes Waggons ist dieser Pfeil. Sehr cool. Nehmen wir das Restaurant. Ja, überall dieses Visit Scotland mit dem Dudelsack spielenden Schotten und der Flagge. Sehr schön. Erste Klasse. Erste Klasse. Und dann hier vorne Premium. Mit dem Triebwagen. Auch hier vorne dieses Gelb. Sehr cool. Ja, gucken wir uns nochmal die Lok an. Sehr hübsch geworden. Das Ganze gibt es in geschoben und gezogen, also ganz normal wie bei dem Original des Railjet auch. Einfach hier unter Triebwagen. Dann habt ihr hier die normalen Railjets und dann die blauen. Einmal geschoben und einmal gezogen. Die Lokomotive findet ihr ganz normal hier unter Elektroloks. Und dann habt ihr sie hier. Elektrische Universallokomotive der ScotRail. Das ist dann, die hat eine Tonne weniger an. Okay. Die wiegt eine Tonne mehr und die wiegt eine Tonne weniger und die anderen auch. Also wie gesagt, es ist nur Repaint. Geändert hat sich weder was an den Kapazitäten noch an der Leistung. Kleine kurze Vorstellung, weil mir das Railjet, wer es noch nicht weiß, die meisten werden es von euch wissen, ist ja eins meiner Lieblingsfahrzeuge in Transport Fever und auch in echt. Von daher muss ich dieses Repaint einfach vorstellen. Ja, danke an den Mac, danke an den Markus 1014 und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und bleibt sauber. In dem Sinne, macht's gut, tschö mit Ö und ciao.